ist heute zwar der 1. April, es ist leider kein Scherz. Diese Broschüre macht fassungslos, aber nicht sprachlos. Das hat nichts mit Fordern und Fördern zu tun, von dem Achammer immer gesprochen hat, sondern es handelt sich vielmehr um einen Kniefall vor dem Islam und eine totale Bankrotterklärung, was die Integration anbelangt. Wir verstehen Integration mit Sicherheit nicht so. Integration bedeutet für uns die Bringschuld, Integration bedeutet für uns, dass sich Menschen, die hierher kommen, mit unserer Alltagssituation, Geschichte, Bräuche, Sitten und so weiter auseinandersetzen und nicht umgekehrt. Für uns ist Integration nicht das Zelebrieren von Unterschieden, sondern die Festlegung von Regeln im Rahmen der Gesetze bindend für alle. Wir als Land und Gesellschaft müssen und vor allem auch als Politik selbstbewusst auftreten, denn nur so, glaube ich, können wir Menschen effektiv für uns gewinnen und lassen langfristig gesehen keine Parallelgesellschaft zu. Hier müssten wir eigentlich allmählich imstande sein, von den Fehlern der anderen zu lernen und wirklich einmal andere Schritte zu setzen. Die Freiheitlichen haben sehr viele Vorschläge immer wieder gemacht, Integrationskurse, verpflichtende Elternkurse und, und. So etwas vom Deutschen Schulamt in Südtirol lesen zu müssen, das ist wirklich unfassbar, unglaublich. Und wir fordern ganz klar, dass diese Broschüre so schnell wie möglich zurückgezogen wird. Es braucht den Bereitschaftswillen zur Eingliederung, es braucht Integrationswillen, um hier in unserer Gesellschaft Platz zu finden, um Teil unserer Gesellschaft zu werden, um gemeinsam Integration möglich zu machen. Wir brauchen in Südtirol keine Parallelgesellschaften, sondern wir brauchen Integration und letztendlich auch Anpassung an das Gastland. Wenn man etwa das mit dem Ramadan herausstreicht, in Südtirol gibt es keinen Ramadan. Es gibt auch kein Geburtstagsfest von Buddha. Es gibt auch kein chinesisches Drachenbootfest und wir feiern auch keine bengalischen Frühlingsfeiern. Bei allem Respekt vor den Kulturen und Staaten der Herkunftsländer, aber wir leben den christlich-europäischen Jahreslauf. Das ist das, nach dem sich unsere Schulen orientieren sollen.